dass ihr wieder mit dabei seid. Heute machen wir eine Collage. Collage, wisst ihr, ist Papier auf Papier auf Papier auf Papier. So viel Papier tun wir nicht stapeln, aber wenn man etwas ausschneidet und irgendwo drauf nimmt, dann nennt man das Collage. Ja, und ich habe gedacht, wir machen mal was mit Weltall. Habe euch eine Raketenvorlage mitgebracht und die passenden Planeten dazu. Und ich habe meine Sachen mit Wassermalfarben angemalt, meine Rakete und meine ganzen Planeten. Muss ich mal gucken, wer wo ist. Der gehört dahin, ist die Venus, der Neptun. Ich habe die Fantasie angemalt. Ich habe nicht nachgeschaut, wie die aussehen. Den Pluto, den Mond habe ich natürlich gelb angemalt. Das weiß ich aus dem Kopf. Und die Erde hat viel Wasser, deswegen ist es der blaue Planet. Und die mit dem... So. Hier... Diese kleinen, das kleine bisschen habe ich mit einem Prickel ausgeprickelt und nicht mit einer Schere. Das kann ich hier beim Uranus noch machen. Dann nehme ich mir eine Unterlage und gehe dann pieks, 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 pieks einmal rundherum. Wenn ihr keinen solchen Filz habt, könnt ihr auch ein Schwammtuch nehmen. Vorsichtig sein, das ist nämlich ganz schön klein, dass mir das nicht reißt. Vorsichtig. So, der erste. Oder man kann auch einen solchen Industrieprickel nehmen. Und oder wenn man kein Schwammtuch hat und keinen Filz, dann kann man auch ein Stück Pappe, ich habe ganz viele aufeinander geklebt, und dann kann ich da ganz viele kleine Löcher nebeneinander machen. Wie bei einer Briefmarke lässt sich das dann rausnehmen. Je enger ihr das macht, umso besser lässt es sich nachher rausstechen. Seht ihr mal, wie eng ich das jetzt gemacht habe. Und ganz vorsichtig, damit mir der Ring nicht reißt. So, jetzt ist auch der Uranus fertig. Wunderbar. Gut. Dann legen wir mal los. Ich habe noch ein dunkelblaues Papier. Ihr könnt auch einen Tapetenrest nehmen. Den könnt ihr auch bemalen, wenn ihr wollt. Also gibt es viele Möglichkeiten. Ich habe hier so ein Restpapier. Und da machen wir mal die Rakete in die Mitte. Kleber. Ihr merkt schon, ich habe mir keine Sterne angemalt, die hier jetzt auf dem Vorlage sind, weil ich keine Lust hatte, Sterne auszuschneiden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich Sterne brauche. Vielleicht mag man Sterne haben. So, ich will eine Rakete, die zu den Planeten fliegt. Und mir ist es jetzt auch egal, wo ich die Planeten hinklebe. Ich möchte einfach nur, dass das ein cooles Bild wird, ein Weltraumbild. So, erstmal verteilen, die Erde, schwierig, so, nee, machen wir so, gut. So, können wir alle hinkleben. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch diese Kästchen ausschneiden und unter die Planeten kleben, dann wisst ihr immer, wie die heißen, wenn ihr schon lesen könnt. Also wollen wir mal Planeten aufkleben. Die Erde. Der Mond bei der Erde. Der Mond ist eigentlich viel kleiner. So. Das ist der Merkur. Manchmal lernt ihr auch in der Schule, wie die Planeten in unserem Sonnensystem stehen. Da könntet ihr euch dann ein Sonnensystem basteln. Da braucht ihr nur noch die gelbe Sonne, unseren Fixstern in der Mitte.
Aber jetzt hier bei dieser Collage, was ich jetzt gerade mache, da geht es nur darum, Spaß zu haben und die ganzen Planeten zu denen. Ich bin nämlich eigentlich ein Science-Fiction-Fan. Ich mag Star Wars, ich mag Enterprise und all diese Sachen, alles was mit Raumschiffen zu tun hat. Deswegen fasziniert mich das immer. Als Kind wollte ich immer so wie Spock sein, wenn das eure Eltern kennen. Naja. Gut, so. Wer jetzt noch Lust auf Sterne hat, ja, Sterne würden noch passen. Ich habe jetzt den Luxus, ich muss jetzt nicht die Sterne anmalen und ausschneiden. Ist eine tolle Arbeit, sondern ich habe hier so einen Sternenstanzer. Und den werde ich jetzt benutzen. Und da haben wir schon gleich mehrere Sterne. So. Oh ja, das passt noch gut, die Sterne. Das sieht nett aus. Jetzt im Video sieht das natürlich so schnell aus, aber wenn ihr die ganzen Sachen anmalt und alles ausschneiden müsst, dann seid ihr schon eine kleine Weile beschäftigt. Ich glaube, ein paar Sterne gehen noch. So. Mach mal da so einen halben, den schneide ich gleich ab. Wo sind denn die Sterne? Da. So. Ups. Hier oben passt noch einer hin. Da wird noch einer hinpassen. Ich glaube, dann reicht es jetzt. Den ich hier so über den Rand geklebt habe, damit es dann nicht so dunkel ist. Da schneide ich die zwei Zacken noch ab. So. Und schon habe ich ein cooles Weltraumbild. Wie gesagt, einfach auf meiner Webseite die Vorlagen runterladen, das kostet nichts, ich verdiene auch nichts daran, keine Werbung oder so etwas, und ich mache das, um euch schöne Sachen zum Kreativsein zu geben. Die Webseite oder der Link dazu befindet sich auch bei YouTube unten drin, da kann man draufklicken, runterladen, ausdrucken. Ich habe jetzt für die Wassermalfarben dickeres Papier wie immer genommen, 160 Gramm pro Quadratmeter. Also 160G-M2. Lohnt sich zu kaufen, weil mit Wassermalfarben ist immer prima, wenn man etwas dickeres Papier hat. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinen Vorlagen, mit eurem fertigen Produkt. Und wir sehen uns sicherlich wieder. Denn in der nächsten Sendung gibt es einen Special Guest. Ich habe das schon angekündigt, aber wartet mal, was da passiert. Das ist echt cool. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Bucht meinen Kanal, wenn ihr den Special Guest sehen wollt. Könnt ihr immer wieder abbuchen. Aber ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Tschüss!